Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dennis Gaming. Heute mal nicht der LS19, sondern, viele werden es erkennen, der Football Manager 20. Jo, ich wurde gefragt, ob ich nicht mal wieder den Football Manager spielen kann, möchte, wie auch immer, ob da überhaupt mal was Neues kommt. Und ich habe da selber auch Bock drauf und deswegen, ja, hier jetzt mal eine neue Folge, eine neue Karriere auch, denn das ist der Football Manager 20. Das letzte Mal, als ich noch gespielt habe, war das ja der FM19. Und eine Karriere mit dem SV Werder Bremen mit der aktuellen Transfersituation. Das heißt, mit den bis jetzt getätigten Transfers, also bis vor 3-4 Tagen, glaube ich, kam das letzte Update raus. Und oder vor einer Woche, ist ja auch egal, auf jeden Fall beispielsweise Spieler wie Felix Agu, wie Tahith Chong sind hier bei uns und damit starten wir in die Saison 19-20. Ich bin mitten in der Vorbereitung, ich habe also nicht ganz am Anfang angefangen, sondern bin schon mittendrin. Es gab zwei Testspiele gegen Midtjylland und gegen Cracovia, 4-0 und 2-1. Und ich werde das so machen, ich werde auch nicht die komplette Vorbereitung hier zeigen. Wir machen jetzt einmal das Testspiel gegen USV Allerheiligen. Wir werden auch das Spiel gegen Juventus, denke ich mal, zusammen machen. Vielleicht Wolfsburg auch noch. Und nach Wolfsburg geht es, kann ich aber eben jetzt zeigen im Terminplan, geht es dann auch direkt los mit der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Salmrohr. So, was haben wir noch für wichtige Sachen? Wir haben, gehen wir mal auf Transfers. Nee, da wollte ich gar nicht hin, zu Finanzen erstmal. Wir haben ein Transferbudget von 3,1 Millionen. Das Anfangsbudget war allerdings nur 1,75 Millionen. Das ist höher, das liegt daran, dass ich die Prämienausschüttung an die Spieler und an den Betreuerstab, Trainerstab etc. Gesenkt habe. Sowohl für die Liga als auch für die für den Pokal, für den DFB-Pokal, ja, ganz wichtig und deswegen ist das eben höher, als es theoretisch gewesen wäre. Ganz wichtig noch am Anfang, also das ist wirklich wichtig, ich spiele selber keinen Fußball. Ich habe als Kind Fußball gespielt, ich war nie Manager in einem Fußballverein und auch nie Trainer und bin es auch nach wie vor nicht und werde es auch nie sein. Deswegen seht es mir nach, ich kann nicht alles wissen, ich werde hier nicht alles richtig machen. Vielleicht steigen wir auch ab, ich weiß es nicht, ja. Seht es mir nach, Tipps, Anregungen, Ideen gerne wie immer in die Kommentare. Aber eben auf sachlicher Ebene und nicht böse sein, wenn hier Spiele verloren werden, weil ich taktisch oder ausstellungstechnisch irgendwas falsch mache. Okay, wie gesagt, ich bin kein Trainer und werde es auch nie sein. Deswegen, wir machen das hier ganz entspannt zusammen. So, was hat uns denn bisher so erreicht? Zwei Hiobsbotschaften. Die eine ist sogar schlimmer als die andere. Die eine ist, Niklas Moisander ist verletzt. Ja, nur 3 bis 5 Tage geht. Wäre jetzt theoretisch auch nicht meine erste Wahl für die Innenverteidigung. Zwangsweise ist er das. Das muss ich dazu sagen, für das nächste Spiel. Oder wäre er es gewesen. Erkläre ich aber gleich, warum. Was viel schlimmer ist, Milot Rashica ist verletzt. Beim Gewichtheben hat er sich verletzt. Eine Bauchmuskelzerrung. 3 bis 4 Wochen fällt Milot Rashica aus. Das tut weh. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das tut wirklich weh. Was ich mit Niklas Moisander gemeint habe, dass er erste Wahl gewesen wäre eigentlich. Das liegt daran, dass Veljković verletzt ist. Und Friedel im Urlaub. Die Eggesteins sind auch im Urlaub. Ich weiß nicht, warum hier NV steht. Die sind beide im Urlaub. Die sind am 21. Juli wieder da. Ja, vor dem Spiel werden wir also gleich noch hier die Aufstellung ein bisschen anpassen. Und jetzt werden wir erstmal das Taktik-Briefing machen. Achso, genau. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Wir werden hier in einem 4-2-3-1 antreten. Das ist so erstmal der Grundgedanke, den ich habe. Man muss gucken, ob wir da vielleicht noch zukünftig switchen, ob wir vielleicht noch eine weitere Taktik dazu nehmen. Das machen wir alles mit der Zeit, ja? Das kommt alles mit der Zeit. Ich werde mit der Zeit auch komplett am Training arbeiten. Ich werde Spieler individuell trainieren und so weiter. Das muss ich aber auch erst erlernen.
So, das Briefing abhalten. Ziemlich gut und die meisten Spieler schauen aufmerksam rein. So, wählen Sie einen Bereich aus, den Sie besonders betonen möchten. Dann nehmen wir mal die Taktik. Ich denke, unser Spiel wird heute am besten funktionieren. Ja. Anweisungen für Umschaltspiel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich hier jetzt mehrere Sachen auswählen kann. Deswegen fange ich einfach mal hier oben an. Um mit unserer Formation vertrauter zu werden. So. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Der Großteil des Kaders stimmt mit dieser taktischen Herangehensweise überein. Diese Herangehensweise spiegelt unsere Favoritenrolle wider. Gut, da lag ich ja schon mal gar nicht so verkehrt. Grundausrichtung würde ich eigentlich eher offensiv machen und nicht ausgewogen oder kontrolliert. Ich würde tatsächlich offensiv sagen, weil wir sind absoluter Favorit und dementsprechend wollen wir auch rangehen. So. Ja, da lag ich wieder gar nicht so verkehrt mit dem, was ich gesagt habe. Das ist ja super. Also, nee, das lassen wir so. Anweisungen für eigenen Ballbesitz. Auf die Außen. Ja, würde ich ganz gut finden. So, Anweisungen beim Umschaltspiel. Anweisungen für gegnerischen Ballbesitz. Ich möchte eigentlich, dass wir direkt früh anfangen zu pressen. Das war's schon. Oder muss ich hier noch einzelne Anweisungen geben? Gut, müsste ich jetzt auch noch machen. Ich glaube, das machen wir dann in der Liga. Das ist, glaube ich, wichtiger. Sitzung beenden. Na, da muss ich, wie gesagt, da muss ich auch noch ein bisschen erstmal lernen. So. Jetzt schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Auswertung der Trainingswoche. Davy Klaassen hat am besten trainiert mit Augustinsson und Osabuti. Dann finden wir hier mal lobende Worte. Das müssen wir zwischendurch mal machen. Spieler loben. Ich wollte eigentlich das Training loben. Das ging doch auch mal. Okay, geht scheinbar nicht mehr. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Wir gehen direkt weiter. Wir wollen ja jetzt mal gleich das Testspiel machen, um einfach auch mal zu sehen, wo wir stehen. Wir haben zwar die ersten beiden Testspiele gewonnen, aber die waren am Anfang der Vorbereitung und die habe ich nicht gemacht. Ich bin ja direkt in der Mitte eingestiegen. Donalis unterschreibt Vorvertrag. Talentierter Mittelfeldspieler. Sehr schön. Gundelach, 16-jähriger Torwart. Blum, 45-jähriger Physiotherapeut. Also wir... Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir stocken hier richtig schön auf. Wir wollen vorbereitet in die Saison starten, in allen Bereichen. Ich sage, wenn ich da jetzt noch zu tief ins Detail gehe, dann werden wir das Testspiel in dieser Folge nicht schaffen. Oder die Folge geht 20 Minuten, wollte ich gerade sagen. Da 20 Minuten, eine Stunde oder so. So, steht hier irgendwas Interessantes drin? Nö. So, Fitnesstest. Moisander kann spielen, okay. Werden wir gleich mal schauen, ob wir ihn bringen oder ob wir doch uns was anderes einfallen lassen. Hier sind, glaube ich, für uns keine relevanten Spiele dabei, erstmal. Gehen wir hier einen weiter, so. Ja, Milot Rashica kann ich spielen und auch Moisander ist angeschlagen. Da müssen wir natürlich überlegen, wollen wir das Risiko jetzt eingehen?
Oder wollen wir hier lieber sagen, bei Mäusern, da wir nehmen dort jemand aus der Jugend? Oder wie machen wir das? Was wäre denn, wenn wir Lücke hier reinstellen? Beziehungsweise das einmal so rumtauschen. Ich glaube, das ist gar keine gute Idee, ne? Das ist natürlich eine gute Frage. Wir haben eigentlich keinen so richtigen... Ach doch, wir hätten Bitten gehört, stimmt. Den habe ich ja gerade gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. So. Und Moisander. Ja, gehen wir das Risiko ein oder bringen wir lieber Selassie dafür? So, das ist nicht die Optimalbesetzung, wie ich sie gerne hätte. Aber ich denke, wir probieren das erstmal so. So, Moisander ist auch verletzt. Das ist natürlich schade. Dann geben wir die erstmal frei, die Position. Der kann auch hier hin. Ich glaube, ich würde das so erstmal ganz gerne starten. Das ist natürlich so eine kleine Schwachstelle jetzt im Spiel. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch keinen aus dem Leistungszentrum holen. Nee. Wir sind doch im Trainingslager. Ich stehe jetzt in den Kader für die erste Mannschaft verschiebe. Wir sind doch im Trainingslager, oder nicht? Da stelle ich Fragen, wa? Ich mach's mal einfach. Vielleicht können wir den ja auch als Verteidiger nehmen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das nächste Spiel nicht verfügbar, weil wir sind im Trainingslager. Und da reist der, kann er natürlich jetzt nicht so schnell hin reisen, sage ich mal. Ja, wir haben nur 8 Auswechselspieler. Die anderen sind halt im Urlaub bzw. verletzt. Bereit zum Spiel? Ja, ich denke, ich hoffe. Wir schauen mal, was so passiert. So, ich hoffe, von den Lautstärken passt das soweit. Ich habe das jetzt vorher ehrlich gesagt nicht getestet. Aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das sollte passen. So. Ich erwarte selbstverständlich einen Sieg und nichts anderes. So, ich schaue mal ganz kurz nochmal, was wir denn eigentlich hier für eine Einstellung haben. Erweiterte Highlights. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Tempo schnell. Ich denke, das passt soweit. Schon mit der ersten Gelegenheit. Ich glaube, es ist ein bisschen zu schnell. Kann ich gar nicht so schnell, sag ich mal, reagieren, wie da was passiert. So. Okay. Zwar schon 4 Schüsse, 1 aus Tor, aber so richtig Großchancen waren jetzt noch nicht dabei. Vielleicht jetzt mal. Selassie, da ist Chong. Chong spielt ab auf Kolper. Augustinsson in die Mitte. Schmied nochmal, Kolper. Chong hat den Ball verloren. Ah, das war nicht gut gespielt eigentlich. Das war so ein bisschen... Tohu Wabohu würde ich das mal nennen. So, hier, Bittencourt hat Platz. Der hat auch einen guten Schuss. Der hat auch einen guten Schuss, aber das war nichts. Sargent Chong. Das war mal endlich mal eine Chance. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer das gewesen ist. Aber das ist ein Einwurf für... uns, für den SV Werder Bremen. Übrigens, Kommentator bin ich auch nicht, ne? Also,
Okay, 11 Schüsse, 4 Schüsse aufs Tor und trotz offensiver Ausrichtung kein Ball drinne und auch eigentlich gar nicht so richtig hochkarätige Chancen. Das ist schade. Bittencourt. 0% angekommene Flanken. Eieiei. Gehen wir mal in die Kabine. Das finde ich nämlich nicht so gut, was hier abläuft. Mal gucken. Ja, das passt mir eigentlich nicht so. Zufrieden bin ich eigentlich nicht wirklich. So. Zufrieden bin ich überhaupt nicht. Sah angespannt aus, ja. Du, da musst du durch. Schon hier, Ballverlust. Das ist gar nicht gut. Toprak. Wieder Ball auf Bittencourt. Ah, wenigstens mal ein Abschluss. Und eine Ecke rausgeholt. Sargent, und da ist der Ball drin. Josh Sargent. War eigentlich gar nicht mal so ein strammer Schuss. Aber der Ball ist drin. Vorlage Augustinsson. Er hat direkt hier den Freistoß ausgenutzt. Und Sargent, ja, das ist eigentlich so ein Hammerschuss. War das eigentlich gar nicht. Aber platziert rechts unten in der Ecke. Ball ist drin. Darum geht's. Das ist das Wichtige. So, und wir werden jetzt auch mal wechseln. Warte mal, wir werden hier jetzt noch mal kurz abwarten, was hier passiert. Und, oh, knapp. So, wir werden jetzt wechseln. Wir werden Patrick Erras bringen. Wir werden Capino bringen. Wir werden Davy Selke bringen für Sargent. Yuya Osako für Haif Chong. Rüwald bekommt hier auch eine Chance. Und ich würde sagen, das reicht auch erstmal. Ja, wir könnten natürlich. Ja, warte mal, wir testen ihn hier auch nochmal so ein bisschen. Ja, es ist ein Testspiel. Ich will es natürlich gewinnen, aber es ist halt auch ein Testspiel. Und dafür sind die ja da, um Formationen zu testen, um Spieler zu testen, etc. So, einige Änderungen. Auf Agu, Klaassen, Möwald. Der hat auch guten Schuss, aber der Ball kam nicht durch. Ich möchte da aber ein bisschen mehr haben, Leute. Oh, das sah ein bisschen komisch aus jetzt. Ja, dass er über den Ball geglitscht ist. Augustinsson, starkes Tor. Schöner Ball, schöne Flanke auf Augustinsson von Möwald, den wir gerade eingewechselt haben. Und Augustinsson hier mit einem super Schuss. Ja, so also mehr oder weniger aus ein bisschen selbst vorbereitet wieder. Schöne Flanke und Augustinsson mit einem starken Schuss. Sehr schön. Ja, mehr fordern. Das war ja das, was ich wollte. Ja, das war kein guter Ball. Den habe ich eigentlich im Aus gesehen, aber. Gut, warum er das gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wir sind halt die deutlich bessere Mannschaft, aber offensiv ist da zu wenig bei rumgekommen, letztendlich. Bisher, ne? Das ist, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Die Stimmung ist super hier im Stadion. Ja, doch, wir bleiben im Ballbesitz. Davy Klaassen auf Selassie. Schöne Flanke. Aber da hat sich Osaka auch den Ball wegnehmen lassen. Konzentration, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Diese Selbstgefälligkeit. Desinteressiert.
Kann ich auswechseln. Viele Spieler haben wir nicht dabei. Osako. Nee, auch im Nachschuss nicht. Aber es gibt nochmal Ecke hier. Zwar nicht mit dem langen Ball auf der Wieselke, den man bisher auch noch nicht so sehr gesehen hat. Der sich hier aber schön durchsetzt, aber der Schuss ist nicht drin. Wir sind ein bisschen zu harmlos, das muss man ganz klar sagen. Der war leicht, der war gut zu halten. Aber jetzt nochmal ein Freistoß. Und wir wissen ja alle, wer da drin und Standards. Aber hier ist alles gut gegangen. Ein Minute Nachspielzeit. Jetzt nochmal ein Freistoß für uns. Kevin Möwald zurück auf Augustinsson. Und Davy Selke mit einem super schönen Tor. Stark. Und Vorlage wieder von Augustinsson. Also der hat wohl den Sahnetag. Zwei Vorlagen und eins selber gemacht. Auch wieder eine sehr schöne Flanke hier. Und Davy Selke mit einem schönen, schönen Tor. Jetzt müsste hier auch gleich der Abpfiff kommen. Da nochmal der lange Ball auf Osako. Aber Osako kann er nicht behaupten. Und damit ist das Spiel zu Ende. Ja, wir haben insgesamt okay gespielt. Wir haben 3-0 gewonnen. Ja, hinten kein Tor kassiert, vorne 3 gemacht. Aber wenn man sich das anguckt hier, ist das dann insgesamt doch etwas zu wenig. Das finde ich, muss man ganz klar sagen. Aber Augustinsson hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Wittenkurt gar nicht. Super. Super trotzdem. 3-0. Bisher alle Testspiele gewonnen. Ja, gibt es denn hier eine vernünftige Ansprache? Wir wollen jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ich bin zufrieden mit der Leistung, das war größtenteils das, was ich erwartet hatte. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. So kann man das ganz gut sagen. Dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind in der Vorbereitung, ne? Also von daher muss man jetzt nicht alles schlecht reden. Gut, liebe Leute. Testspiel Nummer 1, für uns zumindest zusammen 3-0 gewonnen, aber das ist natürlich auch nichts, was uns später in der Liga hilft. Wir sehen uns wieder, und zwar, wie hatten wir das besprochen, wir sehen uns wieder beim Spiel gegen Juventus. Diese Spiele werde ich außerhalb der Aufnahme machen, und gegen Juve, wie gesagt, werden wir wieder zusammen reinschauen. Wolfsburg machen wir dann vielleicht gleich mit, müssen wir mal gucken. Ne? Und Wolfsburg ist gleich, glaube ich, auch ganz interessant. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, auch was Transfers beispielsweise angeht, wenn ihr da Ideen habt, Tipps, das muss natürlich machbar sein. Nicht vergessen, Transferbudget ist nicht so hoch. Gerne in die Kommentare. Auch Tipps für Training, für Talentförderung etc. pp. Alles in die Kommentare. Ich lese mir das immer durch, auch wenn ich nicht auf alles antworte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier im Football Manager 20 beim SV Werder Bremen.